Mam Bob Jungels an Laurent Didier kommen direkt zwei von den jungen Lützebäuer Willus-Profien vom Diepescher Willus-Club. Und das könnt nicht von nicht. Den Verein, der setzt besonders auf Jugend erbischt. Und lo, wo es nach frisch dabei ist, dort trainieren die Jungen für alle an der Halle an einem Mountainbike. Mit der Schwingschule aus dem Bob Jungels Gang für lo bei den Profien zu führen. Ein Reportage von Pierre Wermerskirch. Schon von kleinem Muset der Bob Jungels am Südel. Großgenossen zu Diepescher am Verein. Mittlerweile zählt hier Mats für die besten Zyklisten. Ich denke, am Anfang ist es immens wichtig, dass es ganz Spaß macht. Das packt ihn nicht ganz lang, wird immer gesagt. Aus einem Heimischsverein gibt noch immer einen starken Akzent auf die Jugendarbeit gesagt, für die Jung als der Profi ein größtes Vierbild. Ich war ja auch schon Weltmeister an Zeit, weil das fand ich wirklich cool. Dann wird doch immer viel trainiert, das weiß ich schon. Ich folge gerne Velo für zumal um Kursvelo, Kursen zu fahren. Wie gesagt, man nur für so einen Zyklisten Maus und durch schweren Schul aus der Bob Jungels Gang für den Sprung bei den Profien zu packen. Am Alter von 6 Jahren hat den Haut 23-Jährigen angefangen am Velosport. An den letzten Jahren hat hier sein Weg gemäht, für ihn bei den Besten von der Welt zu halten. Für die Kurve von ETX Quickstep ist es wichtig, sich immer näher daran zu erinnern, wo er groß ging. Für mich ist es immer flott, hier hinzukommen, wenn ich ein Geheim bin. Für einfach ein bisschen für die Sache zu sehen, wo ich viel Schweiß vergossen habe an der Halle. Ein Besuch vom Profi im Training ist für die Jungen eine extra Motivation zu kommen. Ich bin vierte Jahr ganz gut. Ich habe natürlich vor Jahr ein gutes Resultat gemacht. Sie sind gerade vier Bilder und die gewonnen viel Kursen. Okay, geh ein bisschen minus vier nach. Hallo am Wand, erleidet der Schwerpunkt im Abbau. Viel Stabilisation steht im Programm. Wir probieren sie dann noch am jungen Jahr schon durch vier zu bereden. Und am Winter kann ich eben andere Sachen an der Halle machen. Allgemein Athletik, die neben den Sommer ein bisschen vernachlässigt wird bei den Velosfahrern. Der Spaß soll aber im Training immer an erster Stelle stehen. Die Jungen will ihn durch ein aufwechslungsreiches Programm um Ball halten. Ich stehe schon damals 27, der kann von 6 bis 10 Jahren. Also das ist immer noch der Stück. Das heißt, wir sind am Gang, um zu rekrutieren und Leute zu sichern. Für dass wir am Basis und Fond eine Breite fortführen können, um vielleicht jeden von den Kerbs rauszukriegen. Für die jungen Zyklisten wird ein Entourage ganz wichtig. Das sind Trainer, aber auch für alle Eltern. Sie leben das ganz nett. Sie müssen aber auch Geduld und Courage haben, für mit dem Jungen auf Training zu kommen, für sich zurückzuhalten, für dass er nicht immer gewonnen kann und so weiter und so fort. Ein Pilier vom Diepescher Trainerstaff ist der Lucien Didier, der nach immer seine Erfahrungen als freier Profi und die Jungen weitergeht. So, nun gehen wir mit dem linken Bein, heben wir auf. Aber wir müssen nicht gestreckt. Dann können wir nicht rausstrecken. Alle kommen ein Bein an die Lut. Ich meine, alle guten Profi, die wir hier haben, also die größten Leute kommen von Diepesch. Wir haben einen ganz guten Start bei den Junioren und ich sehe auch bei den Mini-Kadern, dass hier ganz gut. Athleten rauskommen. Ja. Vom Know-how von den Trainern profitieren für vor allem die Migros neues Talenter. Ich habe noch ganz klein angefangen gehabt, mit Luz, mit dem Trainer. Dann hat man immer allwiegend Technik-Sachen beigebracht, dann noch andere Sachen. Schon die ganz kleinen haben große Ziele. Ich muss ich nicht gerne wollen, weil wenn ich nicht will, dann geht doch leider nicht. Ich will für Red Bull fahren beim Downhill. Mein größter Traum wäre natürlich auch, Tour de France zu fahren. Auch der Bob Jungels hat als kleiner Bau von einer Profiskarriere gedreht. Für das konkret darüber nachzudenken, denke ich, dass es dann auch nur wichtig ist, dass die internationalen Follower kommen, wo sie dann effektiver Kontakt können mit den Kippen. Und das fängt dann zu realisieren, okay, lo kann das funktionieren. Bei mir wäre das wirklich, ich fällt mich da gut, wenn Zeit für einen Junioren an. Ja, dann da fängst du zu lösen, ein bisschen drüber nachzudenken und mehr drin zu schaffen. Du geschafft oder ob man die Basis geht zu Diepisch und noch einen anderen Clip am Jugendalter gelöscht. Der Velo beherrschen Lehren steht am Vordergrund. Samstag steht für die Klang Mountainbike Training im Programm. Los, fahren! Mountainbike-Training bei uns, das kann er lehren, richtig mit dem Velo umzugehen.
wie dafür drüber gesehen wird. Auch bei den Sprungschanzen, bei den Knüppeln. Das sind noch Zähnen, die können normal am Straßenvelo herkommen. Da muss ich die Reflexe. Und hier können wir üben, und üben, und üben, und üben. Nicht zu fest bremsen. Los, los, los. Voilà. Das Auto haben wir mehr technisch gemacht. Mit meinem Mann eine Woche hast du mehr Ausdauer. Ich fahre seit 2 Jahren, da hatte ich schon keine Rolle mehr. Und mich macht was Spaß, ich kann. Wenn sie springen. Mir gefällt gut im Velo, dass ich in der Bausnass und in der Natur mit den Kollegen kann schwatzen und damit. Ein paar die typischen Junioren waren noch rezent mit der Nationalequipe zu Palma am Stage, die erste Strassenkurse stiefen da dir. Zusammen habe ich zwischen Club und Nationalequipe gehe ich gut funktionieren. Ich begann zu den meisten mit Clubtraining und einer Woche mit der Föderation. Mit der Nationalteam sind natürlich flotte Möglichkeiten und Tesla kommen noch für Stage zu machen und viel zu lernen. Von denen noch natürlich eine gute Stimmung aus an der Equipe, weil auch ganz wichtig ist. Auch der Bob Jüngels erinnert sich gerne an Stage. Ich erinnere mich daran, dass wir in Rochefort, wo wir die erste Kehr auf die Oppo-Piste gefahren sind. Ich bin 3 Mal und 1,5 Stunden sind ich gefallen. Und dann muss man dann immer ganz alle mehr Haut. Haut lachen wir immer gut drüber. Bei den Junioren ist alles ein bisschen mehr ich, den Trainingspensum auch mehr aufwendig, die Ambiance bei den Diebischer stimmt und auch die Junioren verlieren den Spaß nicht in der Sache, auch geniale Erfahrungen und die mehr klein weiter. Der Spaßfaktor, das ist keiner das Wichtigste. Wie gesagt, sind da viele da und ich meine, das geht das recht.